So, okay, dann gucken wir mal jetzt rein, wie man Bubli installiert. Dann mache ich auch mal hier Vollbild. Genau. Ihr geht erstmal auf diese wunderbare Seite wubli.com. Nee, kann ich ja nur das größer machen. Genau, und ladet euch erstmal den Client herunter. Wenn ihr euch den Client heruntergeladen habt, oder ihr könnt es auch jetzt schon hier machen, könnt ihr euch registrieren. Und ja, einen Account machen. So, dann wichtig: Es gibt einen Thread. Wenn ihr zum Beispiel jetzt sucht, Wubli, Age of Empires 2 HD auf Wubli, gibt es einen Thread davon. Bei mir taucht immer dieses Problem hier auf. Wie ich das gelöst habe, ich habe einfach das www bis zum HTTPS zurückgenommen, falls ihr es auch habt. Und dann ging es eigentlich. Jetzt gerade nicht. Warum geht es jetzt nicht? Okay, auf jeden Fall frage ich mich gerade, was? Warum? Keine sichere Verbindung. Ja, aber ich kenne das. Also das hatte ich normalerweise immer. Warum ging das nicht? Okay, egal. Also Age of Empires. Mist. Vorführeffekt. HD. Wubli. Okay. Das Bild wackelt bei AOE in 1080, eventuell wegen Bildstabilisierung von YouTube. Echt? Oh oh. Ich gucke nochmal rein. Warte mal. Dann gucke ich nochmal schnell bei Rage Empires rein. WWW wegmachen, Marco. Ja, habe ich schon versucht. Ging nicht. So, hier das mal weg. So. Erstellen. Und es ist nicht da. Es ist nicht Ja. da. Wir dachten, es wäre kinderleicht, aber im Endeffekt finden wir. Das ist halt das Problem. Die können nicht so viel angreifen und hier fehlen. Es fehlt die Imperialzeit bei Donny. Hätte er Oh hier Gott, ja, Avalos. stimmt, okay. Warum ist denn die Bildstabilisierung überhaupt an? Egal. Wie heißt denn der Beat am Anfang mit der Gieselkarte? Warte mal. Du müsstest mir einen Timecode geben, dann kann ich es dir vielleicht sagen. Zittern ein wenig. Ey, ich hoffe, dass man das aushält. Weil ich will jetzt eigentlich ungern nochmal komplett rausspielen und nochmal so mega lange warten. Oh, war noch 15? Echt? So früh war das? Okay, warte mal, gucken wir kurz rein. Warte. Diesel. Was hast du was geil? Die Dieselkarte gezogen. Und zwar hätte ich das so gemacht, dass Marco. Ach so, ja. Okay. Das war der Flonny Westenmann. Das war ein Best-of Zusammenschnitt. Warte, hier ist er. Das war der hier. Vom lieben Felix Zieling, der den gemacht hat. Könnt ihr euch, genau, könnt ihr euch anhören. Ist sehr, sehr krass. So. So, jetzt versuche ich noch schnell das hinzubekommen. Warte mal, bevor das nicht geht. Ja, ich glaube, ja. 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 Okay, glaube ich hab's. Glaube ich hab's. So. So, okay. The error message. Was? Moment. Ist das der Fünfer? Nein, das ist der Vierer. Oh Gott. Okay. Mist, okay, ich hab's doch nicht. Moment. Wir haben's aber gleich. Wir haben's aber gleich. So. Ah, hier geht's doch, siehst du. Der Fehler kommt nur, siehst du? Dieser Fehler mit der nicht sicheren Verbindung kommt nur, wenn man kein, ach Gott sei Dank, wenn man kein Account hat. Das müsste der Fünfer sein. Ist auch der Vierer. Ist auch falsch. Moment. Okay. Clean Installation. Ah, hier. Okay.
Also, ich habe gesucht Age of Empires 2 HD auf Woobly. Dann kommt man zu diesem Thread hier. KB1054, Clean Installation of Age of Empires 2 HD with Compatibility Patch. Das könnt ihr jetzt alles ignorieren, weil ich euch das gleich erzähle. Ihr müsst einfach nur runterscrollen und Download Patch machen. Dann geht ihr auf diese Seite, dann seht ihr was. Dann ladet ihr euch diesen Patch runter. Wichtig ist, dass der Patch, Moment, dass es der 5er ist und nicht der 4er. Also es gibt diesen 4er und es gibt den 5er. Wir wollen den 5er haben. So, wenn ihr das macht, wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr euch einfach, Moment, wo habe ich denn Woobly? Woobly, genau, könnt ihr euch anmelden, genau, dann geht ihr in einen Raum, ist egal welcher. Im Gegensatz, bei mir kommt jetzt dieses Fenster nicht mehr, bei euch wird ein Fenster kommen mit, habe die Version nicht entdeckt. Da können wir wieder in das Dings hier gehen. Nämlich da wird es gezeigt, was passiert, genau. So, ihr kommt dann nämlich in den Raum und dann sagt er dir das. Do you want to Woobly to fix this problem? Dann sagst du ja. Und dann lässt du das alles so, wie es ist, installierst dein Compatibility Patch, haust den drüber. Dann machst du dieses Fenster, drückst du nicht nochmal ja oder nein, dann machst du dieses Fenster weg, gehst aus dem Raum raus, also machst dir diesen Raum nochmal zu, gehst in den Raum nochmal rein. Dann sollte er dich nochmal fragen, genau, also installierst du das alles. Ganz wichtig, wenn du den Compatibility Patch installierst, kann es sein, dass er dir diesen Pfad angibt, also das ist ja dein Steam-Pfad, und dahinter noch ein Slash New Folder macht. Darauf müsst ihr achten, das halt rauszunehmen, falls es drinstehen sollte. Ansonsten drüber installieren, fertig. Genau, dann gehst du nochmal neu in den Raum rein. Dann fragt er dich nochmal, soll er es fixen? Dann kommt das. Und dann sagt er eigentlich, alles ist fein. So viel dazu. Danach, wenn ihr das habt und ihr auch mit den neuen Völkern spielen wollt, ladet ihr euch noch Vololo Kingdoms runter. Download now. Das ist ein Folder, warte mal, jetzt muss ich mal kurz gucken. Wo habe ich den? Ja, hier. So, warte. So, genau. Das ist ein Folder. Moment. Dann mache ich den mal ein bisschen so. Genau, und der hat dann hier eine Echse. Und ja, die klickt ihr euch an. Dann fragt er euch, was ihr alle für Boni drin haben wollt. Also Pussywood zum Beispiel oder Grid und ob welche Hotkeys ihr verwenden wollt. Genau, dann ladet ihr euch das noch drüber und dann war's das eigentlich. Dann könnt ihr ein Spiel eröffnen zum Beispiel und könnt hier in den Einstellungen dann angeben. Oh, da ist sofort jemand reingejoint. Jetzt muss er nur kurz noch laden. Genau. Dann könnt ihr sofort einstellen, welchen Patch und welchen Mod. Und da wollt ihr natürlich Vololo Kingdoms. Und ob es ein gewertetes Spiel ist und so weiter. So. Genau. Und das wäre es dann fast schon. Theoretisch sollte er eure Hotkeys übernommen haben. Wenn das nicht der Fall ist, dann könnt ihr auf aoehotkeys.appspot.com gehen. Wählt eure Hotkeys aus. Ladet die rein. Also sprich, wenn ihr jetzt zum Beispiel hier Profiles geht. Oder hier habt ihr mehrere HKI-Dateien. So, dann hast du die. Klickst Edit File, dann wird er die reinladen. Könnt auch noch neue Bindings assignen, also könnt ihr es auch hier komplett bearbeiten, ist auch übersichtlicher als im Spiel selbst. Und genau, dann klickt ihr hier oben drauf und sagt, dass es AOC Hotkeys sind. Kannst die HKI File generaten und genau. Und dann guckst du, wo, das habe ich nämlich auch gehabt, Woobly, warte mal, die Maps, so, kommen, und genau, so, und dann sagt, wenn du dir Vololo Kingdoms startest, dann gibt es immer noch ein Protokoll innerhalb deines Age of Empires 2 HD Folders von Steam, und der nennt sich dann Woobly Launch, und dann kannst du nach HKI suchen. Und dann wird dir sagen, dass es,
Dann wird er dir sagen, HKI. Jetzt verarsch mich hier nicht. So. HKI. Genau. Dann siehst du, welche HKI von Wululu Kingdoms geladen wird. Dann suchst du die raus. Also gehst du halt in den Ordner rein. Das ist dann unter Wubli Mods zu finden. AOC, Data Mods, Wululu Kingdoms. Dann siehst du, dass er die lädt. Und wenn du deine Hotkeys dann erstellt hast, aus dem Download-Ordner einfach hier rein kopieren, die löschen, deine heruntergeladenen Hotkeys dann Player 1 nennen zum Beispiel, je nachdem, was halt Wululu Kingdoms lädt. Und das war's. Und dann hast du die Hotkeys. Und dann hast du ein Spiel offen. So, wir machen jetzt ein Spiel gegen den hier. Warte mal. Mit Wertung. Der scheint mir zu gut zu sein. 101. So. Okay. So, wo lade ich Wululu Kingdoms runter? Das musst du einfach nur in die Browserzeile eingeben. Wululu Kingdoms. Und dann kommst du direkt zum Wubli-Download. Und dort kannst du es auch runterladen. So. Wir spielen mega random. Wir spielen Eroberung. Wir heißen MC Pseudo. Gegen RBTV Bolt Metro. Mal gucken, was da so geht. Ah, und ich wollte ja noch die Add-ons runterladen. So, jetzt bin ich gespannt, ob ich noch mehr auf den Sack bekomme. Übrigens zeige ich gleich auch noch etwas, was ich das letzte Mal... Bitte nett sein. Was? Hab doch nichts gemacht. Moment, jetzt muss er kurz laden. Genau. Okay, das Einzige, was jetzt gerade... Mom. Warte. Sehe mich nämlich nicht mehr. Das muss hier rüber. So. Okay. GLHDF. So, ready? Yes. Okay. Okay, wir haben auf jeden Fall sofort eine Archery Range. Das ist auf jeden Fall witzig. Wir haben 3 Schafe. So. Joa. Was ich jetzt auch mir abgewöhnen muss, ist halt den Scout mit Fahnenbefehlen irgendwo hinzuschicken, sondern lieber manuell zu steuern. Am Anfang hat man eh nicht so viel Zeit eigentlich dafür. Deswegen geht das. Also. Oh, es scheint Wasser zu sein. Ja, Wasser, sehr gut. Jede Menge Gold. Jede Menge Stein. Gefühlt ist es irgendwie auf jeder mega random Map. Hat man mega viel Stein, mega viel Gold. Und ja. Aber irgendwie, ja, mega viel Gold haben wir auch. Wie hier wieder. Noch ein 6er Spot, noch ein mega Steinspot. In Slave. Okay. Haben wir da irgendwas gerade verpasst? Ja, glaube ja. Ich depp. Egal. Nichts passiert. Was ich mir frage, habe ich jetzt echt nur 3 Schafe oder habe ich irgendwo hier eins vergessen? Von den Anfangsschafen? Nee. Bisher habe ich wirklich nur 3 Schafe. Haben wir einen Bohr schon gefunden? Ja. Oh, wir haben 10.000 Rehe hier. Okay. Na, ihr werdet schön hier bleiben. Ein Relic. Oh, Schafe. Schlechter Start. Kein guter. Sondern schlechter Start. Nicht so gut. Du bleibst hier. Schafe erst jetzt da. Scheiße. Kein guter Start. Es war ein schlechter Start. So. Okay. So, okay. Wir haben zumindest mal 2 Schafe. Glaube ich, gehe auf Wasser ein bisschen. Das gibt's doch nicht. So. Hier haben wir nämlich Wasser und ich hoffe, dass es viel Freude bringt. Dieses Wasser.
das Ding ist jetzt natürlich, ich muss schnellstmöglich meinen zweiten Wurf finden. Ich hoffe, es gibt einen. Im Archery Range ist natürlich auch schön, dass man die schon hat. So, jetzt gucken wir mal, dass wir hier den Bohr finden. Und zwar schnell. Oh. So, okay. Haust sein. Bombe. Hey, das ist schon wieder erstes Spiel des Tages. Lasagne. Sag mal, gibt es echt keinen zweiten Wurf? Willst du mich verarschen? Oder bin ich gerade blind? Okay, ich bin scheinbar. Okay, was machen wir? Okay, wir machen schnell den Doc. Bringt der was? Ich hoffe, der bringt was. Hier sieht irgendwie nach gar keinem Fisch aus. Okay, es sieht nach überhaupt gar keinem Fisch aus. Ich glaube, ich lasse mich nicht verarschen. Oh! Okay. Okay. Ich glaube, das ist ein Bait Lake. Wo nichts drin ist. Wenn ich jetzt hier nicht irgendwo Fisch entdecke. Doch, Küstenfisch. Shit. Okay. So. Wir wollen natürlich noch ein Haus bauen. So. So, auch noch. So, okay. Okay, ich hoffe mal jetzt, dass da ein bisschen Dings drin ist. Also. So. Also, das ist echt ein schlechter Start, ne? Original, ein richtig schlechter Start. So. Haben wir doch einen Woodspot da. Eieieiei. So. Okay. Ich weiß überhaupt nicht, was wir machen. Überhaupt nicht. Das wirkt alles sehr, sehr mäßig. Oh Gott, es gibt da Fisch. Jesus. Gott sei Dank. So. So. Das sieht jetzt. Okay. Okay, der macht auch. Der baut Felder. Wichtig ist zu wissen, ob er auch auf Wasser baut. Okay, er baut eine Kaserne. Eieieiei. Jetzt geht mal hier alle. Ja. Kommt schon. Kommt schon. Ja. Gott. Gott, oh Gott. Okay. Okay. Wir haben scheinbar, oder? Scheinbar Wasser für uns. Das ist schön. Was sind das für Wege? Oh Gott. I see you. Okay. Auf was geht er? Macht er Scouts?
Yowie. Da, Lisa Rup. Lisa Rup. Lisa Rup. Lisa Rup. Sehr Städtchen. So. Oh, das hätte ich auch cleverer bauen können. Egal, machen wir so. So. Zu viel mit dem Feuer gespielt. So. So, da haben wir auf jeden Fall sein Wood. Weiß nicht, was er macht. Muss mal gucken. Da haben wir sein. Oh oh. Nein! Nein! Ah, ich habe keinen Dock von ihm gesehen. Da ist ein Dog. Mist. So, da haben wir. Ja, Archer. So. So. Mist. Aber du musst das andere Boot auch noch schwächen. Oh, bitte. Oh, Schwäche ist genug. Nee, ich hab's nicht mehr schwächen können. Mist. Okay, das sieht nicht gut aus. Das sieht scheiße aus. Ich glaube, es gewinnt er. Oh. Oh oh. Shit, da ist er. Hat er Upgrades? Nee. So, hops. Oh, du bist vielleicht hier in der Nähe. So, okay, das haben wir. Problem ist halt, wir haben kein Gold mehr. So. So. Muss einen mega weiten Weg gehen jetzt. Okay, lag. Marco, so, mehr ist wieder am Start. Oh, es laggt. Nein, bitte nicht. Okay, das ist natürlich nerviger Lag. What? GG. Ach, da hat er Steinwelle gebaut. Aber warum gehen die Archer dann hier hinten lang und nicht hier vorne lang? Na, weil die das selbstverständlich irgendwie mitbekommen haben. GG war leck? So GG fand ich das gar nicht. Das ist ein komisches Mining Camp. Aber
Das war nicht GG. Scout war nicht GG. Das war nicht GG. Der Scout war auch OP. Nun gut. Ja. Hier. Es hat jeder Scheiße gespielt. Können wir das mal so festhalten. Oder war ich GG? Mubli kurz hier down. So 1576, oder? Was jetzt gewertet? Sonst ja, 1-1, ja. Ey, nicht, dass ich wieder rausgeflogen bin. Und Mubli mich jetzt hier. Hä, aber ich meine wirklich, also das ist jetzt so. Verbindung zur Lobby herstellen. Frag mich, warum Wubli sich im Hintergrund geschlossen hat. 1576, guck mal, das ist. Wurde einfach nicht gewertet. Na gut. Ich verstehe es nicht. Vielleicht kann mir irgendjemand von Wubli sagen, der irgendwie dann da ist, warum ich kein Rating bekommen habe und vor allem, warum auch das Ding jetzt hier nicht funktioniert hat. Das finde ich schade. Das finde ich schade. Na gut. Nicht schlimm. Game Mechanics. Touchscreen Controller. Was gibt's denn noch? Original Patch for Default. Okay. Hallo, Mac is Leo. Danke für den Follow. Okay. Okay. Echt schade. Echt schade. Nein, mein Spiel ist abgekackt. Sorry. Ja, aber es stand ja da, dass du aufgegeben, wir hätten ja auch speichern können, das wäre kein Problem gewesen, aber es stand da, dass du aufgegeben hast und ich das Spiel gewonnen habe und ich habe trotzdem keine Punkte bekommen und im Hintergrund hat sich Wubli geschlossen. Ich weiß nicht, warum das passiert. Hat da jemand eine Lösung? Und willkommen zurück. Willkommen zurück, Volt Metro. Ja, genau. Also, schade, schade, schade. Warum kann ich jetzt hier... So. Doch, jetzt geht's wieder. So. Was ich machen wollte, ist natürlich kurz die Kamera verbessern. Moment. Videoaufnahmegerät. Zack. So. Weil es jetzt ein bisschen dunkler geworden ist. So. So, da sind wir wieder ein bisschen heller. So. Was? In meinem Game ist jemand drin? Bold Metro, nochmal? Ah. BB? Okay, dann probieren wir es nochmal. Das war schon echt ein schlechtes Spiel von mir. Träubchen. Mega random fetzt. Ist mal was anderes. Also ich. Gefühlt spielt jeder nur noch Arena. Oder eben Arab. Und das ist irgendwann. Ja. Ein bisschen langweilig. Immer dasselbe. Also von daher einfach mal schön random. Random, random. Vielleicht hat du Bold. Oder vielleicht hast du Bold. Diesen 32-Bit-Fehler gehabt. 32-Farben-Fehler. Hatte ich ja auch mal. So, jetzt. Oh, jetzt passt das natürlich. So. Ja, das sind ein paar mehr Schafe am Anfang als eben. Das ist natürlich schön. So. So. Bitte. Die LHDF. Und es gibt wieder. Alter, was ist das? Ein Gold Wall? Ja, ein Gold Wall. Nice. Natural Wall. So.
Die Map wirkt ein bisschen groß. Also größer als die eben. Aber vielleicht täuscht mich das auch einfach nur kurz. So, wir haben hier schon Bohr gefunden, aber es kann natürlich sein, dass es auch wieder so ein Bohr-Ding ist wieder. Also, ja, komm, gehen wir mit dem Schäfer hier hin. Ja, es sieht wieder so aus, viele Rehe. Hier ist doch alles. Warum schicke ich den zurück? So, was? Hier ist ein Stück rum, das Schäfchen. Soll aber laufen. So. Oh, Alter, warum schläfst du stehen? So. Oh Gott. Ich hab nicht gequiekt. Nicht gequiekt. Da sind Schafe. So. Ja. Müssen wir so machen erstmal. So. Schäfchen holen. So. Overlay. Ja doch. Ah, Moment. Sorry. Wieso kann ich das? Hä? Wieso gehen meine Shortcuts vom Overlay nicht? Gehen die jetzt? Nee, gehen auch nicht. Okay, sorry, weiter. Handy regelt. Danke, Mara. Ach, dieses Drecks-Overlay. Das muss ich irgendwie schauen, wie ich das noch besser hinkriege. Aber irgendwie komisch, dass jetzt gerade meine Hotkeys nicht funktioniert haben. So. Und so. Und dann können die. Dahin, dahin. Aber ist es wirklich nur ein Bohr? Scheint so, ne? Hm. Egal. Ein Bohr reicht. So. 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 No. Okay, jetzt passt das Overlay. Wir haben ihn gefunden, sind doch sehr nah dran. Er geht, ja. Er geht offensichtlich auf Rehe. Kann er ja machen. Kann er ja machen. So. So. Ist natürlich, wie gesagt, ein bisschen schwierig. Rixel, jetzt. Danke für den Follow. Spielt Marco und Marco mit Rating on? Ja, diesmal habe ich das Rating aktiviert. Das ist ein gewertetes Spiel. So. Jetzt hoffe ich natürlich. Ups, was mache ich denn? Da ist doch noch ein Schäfchen. So, gehen wir mit Top 23 hoch. So, da können wir die Rehe, nämlich dann nach dem Sheep hier nehmen. Und dann sollte das alles groovy sein. So. Nein, ich wollte nicht noch. Eieiei. So, Stahlbolze C2. Danke für den Follow. Wupp. So. So, ich. So. Ich weiß nicht, was ich von dieser Map halten soll, aber
wollen mal erstmal ein bisschen. Und ja, ich weiß, dass hier ein Loch ist. Noch ist da ein Loch. Noch ist da ein Loch. Donny ist online, guck mal. Oh. So. Genau, wir wollen mal ein bisschen Stress machen. So, stopp. So. Und die Scouts rausballern. So. So, die macht jetzt hier was. Oh nein! Du sollst da. Na, du süße Maus. Schön, dass er auch Wubli spielt. Das finde ich sehr, sehr löblich. Kann man sehr positiv hervorheben. Auch in der nächsten Folge ROE. So. So, jetzt müssen wir natürlich schauen. Ah, so. Hin da. So. Da war okay. Was macht er denn hier? Ach, ein Tower bauen. Ah! Nicht aufgepasst. Okay. Okay. Alter, das ist ja mega der weite Weg. Können wir uns ja. Ah! Hier hat er auch gewallt. Okay. Ah, gut, okay. Steinwall. Zu spät. Ja, perfekt. So, da kommen die scheiße hier Dinger nicht rein. Jetzt kommt er rein. Okay. So. So. Jetzt können wir auch ein bisschen auf Dings gehen. Hier nur ein bisschen Schaden machen. Hat hier natürlich außen einen riesigen Goldspot. Das versuchen wir natürlich herauszufinden, wo er noch einen hat. Hier, da ist einer. Das ist noch nicht auf Gold. So. So. Okay. So. Ne, da ist keiner verletzt. Jetzt ist einer verletzt. Na, hier hin. Hier hin. Den hier. Ach, egal. Oh, oh. Fick. Okay. Wir wollten nur ein paar Scouts töten. Ein paar Dings töten, ein paar Dorfbewohner. Und haben dies getan. Im großen Stil. So. So. Ah! Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ist tot. So. So. Wir brauchen noch mehr auf Holz. Viel mehr auf Holz. Okay, das ist auf jeden Fall Ressourcen-Overkill.
Also, okay. Hier, links. Bin da, genau. Ich spiele auf wieder einen Scheiß. Ja, ja. Ich auch. Scout Rush zu Panic. So, komm. Aku penumpang kayu. Aku penumpang kayu. So. Okay. Aku penumpang. Aku penumpang. So. Okay. Oh, oh, wow, wow. So. Okay. Okay. So. Bin mal Laie. Was können die nochmal? Elefantenreiter. Da ballern wir doch mal ein paar. Ja. So. Ich brauche ein bisschen mehr Holz dann. Aber. Aber gut, okay. Ist nur die eine. Von daher. Alles easy, okay. So. So. Hätte ich viel früher auch machen können, mal Pferdehaltung. Wenn ich schon auf Elefanten gehe. Dann bauen wir da ein Towncenter hin, da eins. Joa. So. So. Aku pangati. Einfach mal Druck machen. Mit Elefanten. So. So. So, hinter. So. So. So, ein paar gehen da rauf, ein paar gehen hier rauf. So, ein paar machen hier ein Dings hin. Nicht Befiederung, das hier. Hä, wieso ist das falsch? Achso, weh. Ja. So. 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 So, wenn er jetzt nicht aufpasst, stirbt hier alles jetzt. Scheint so. Ja. GG. GG. Ist ein One-on-One mit Viper in AOE.de noch in Planung? Oh, könnte ich nachher fragen, falls du mal online kommt, ob wir ein DE spielen, aber ich habe ewig kein DE mehr gespielt, also das letzte Mal beim Turnier. Ah, guck mal, hat aber die richtige Antwort eigentlich darauf. Ja, wenn da, ja.
Danke. So,